seid wohlbehalten zurück. Den Sternen sei Dank, was für ein Glück. Jetzt mach dir doch nicht immer so viele Sorgen, Opa. Ich bin immerhin der Sohn des großen Kriegers Seto. Boogie? Ich habe eine Frage. Im Tal müsste es ein Terminal geben, das an das Netzwerk von Shinra angeschlossen ist. Nur wo? Oho. Ich glaube, ich weiß, wovon du sprichst. Ein Terminal gab es. Überaus interessant vom Standpunkt der Technik. Es hat mich sehr fasziniert. Und deshalb habe ich es auseinandergenommen. Und es zu einem Generator umgebaut, der uns seitdem mit Strom versorgt. Miau! Kennst du den Tempel des alten Volkes? Ich verstehe nicht ganz. Die Zetra haben keinen Gott, den sie anbeten. Warum sollten sie also einen Tempel errichtet haben? Gute Frage. Aber es gibt zahlreiche Legenden über ein Bauwerk der Zetra. Ein Bauwerk, dem ein Mensch, ignorant der Lebensweise der Zetra gegenüber, die Bezeichnung Tempel verpasst haben könnte. Du bist der Beste, Opa. Ho, ho, ho. Allerdings ist mir der genaue Ort unbekannt. Und die Zetra hat damals ein grausames Schicksal ereilt. Es könnte passieren, dass ihr dort nicht mit offenen Armen empfangen werdet. Wollt ihr es wagen? Bereitet euch gut vor. Schaut, horcht und fühlt. Saugt all das Wissen im Tempel auf, das es in Büchern nicht gibt. Und wenn ihr zurück seid, berichtet mir doch, was ihr gelernt habt. Meister Bugenhagen! Was ist? Ich habe zu tun. Aber der Mann in dem schwarzen Umhang ist zurück. Was sollen wir tun? Herrje, ein Bekannter von euch? Wo ist er jetzt? Er ist am Eingang zum Tal. Sehen wir nach, Cloud. Ja,